Der Deutsche Filmball. Seit nunmehr fast 5 Jahrzehnten feiert sich die Branche im altehrwürdigen bayerischen Hof. Zwei Legenden treffen aufeinander. Zwei Institutionen, die zu einer festen Größe in der deutschen Kulturlandschaft gereift sind und sich jedes Jahr neu erfinden. Die Gala ist eine Mischung aus Schaulaufen, Familien- und Klassentreffen, Medienereignis, Business und Showbiz. Man trifft Freunde, Partner, Kollegen und Weggefährten. Es ist dieses Ambiente und das typische Münchner Flair, das auch immer wieder Stars und Gäste aus aller Welt anzieht. Durch diesen unverwechselbaren Charme aus Champagnerlaune und gemütlichem Hüttenabend bekommt der Deutsche Filmball seine ganz authentische und persönliche Note verliehen. Man fiebert nicht einem Preis, einer Auszeichnung oder einer Verleihung entgegen. Nein, die Hitze steigt für das Ereignis selbst. Doch bevor die Crème de la Crème des deutschen Films die Korken knallen lässt, muss ein Mammutprogramm von Technik, Organisationen und Künstlern abgearbeitet werden. Bereits 2 Tage vor der pompösen Gala starten die Aufbauarbeiten. Ein logistisches wie technisches Meisterwerk. Schließlich darf der Hotelbetrieb im Bayerischen Hof nicht behindert werden. Aus dem Ballsaal soll ein Showpalast werden, eine Eventarena, die dem Anlass, den Gästen und der Branche auch gerecht wird. Der Deutsche Filmball ist die Königin unter den Veranstaltungen. Daher soll der Raum nicht nur technisch, sondern auch optisch vom Allerfeinsten in Szene gesetzt werden. Und dafür ist ein Mann mit seinem Team verantwortlich. Clemens Jocham steuert in 48 Stunden ein großes Räderwerk aus Technikern, Bauteilen, Stromkabeln, Spots und Lautsprechern. Man muss natürlich schauen, dass man sauber einpasst in den Raum. Wir haben ja 2 Trailer, LKWs, große LKWs, voll Material eingebaut, plus noch mal 7,5 Tonnen dazu. Also es ist eine Unmenge Material und man soll es ja nachher nicht sehen. Also man muss sehr dezent alles einbauen. Der Ballsaal des Bayerischen Hofes hat keine übersichtlichen Ecken und Kanten. Überall steht ein Vorsprung, eine Leiste oder eine Säule im Weg. Muss neu berechnet, ausgemessen und justiert werden. Zwar bereitet sich Clemens Jocham schon Monate vor dem Ereignis akribisch auf die Umsetzung vor, zeichnet Pläne, prüft Statiken, jedoch die Theorie ist auf dem Bildschirm. Die Praxis aber sind die historischen Mauern und Wände des Bayerischen Hofes. Die Männer sind Profis, kennen jeden Handgriff und arbeiten Hand in Hand. Nur so ist es möglich, dass Tonnen von Trägern, Stützen, Scheinwerfern, Spots und Lautsprechern nicht nur an die richtige Position montiert, sondern am Ende auch zur Show des Abends werden. Das Schwierige war nicht hier beim Aufbau, sondern im Vorfeld zu überlegen, was machen wir neu, wo machen wir welche Technik, welche Show, was können wir Neues reinbringen. Haben eine neue Bildwand eingebaut. Und sowas kommt auch dann mal, wenn man mal in der Nacht aufwacht und überlegt. Und plötzlich kommt einem die Idee. Und ich glaube, dass es uns sehr gut gelungen ist. Die 3 überdimensionalen Leinwände bilden inmitten des Saals ein unübersehbares Zeichen und sind gleichzeitig Projektionsflächen und Showelement in einem. Sie sollen auch das Thema Film und Kino symbolisieren und dem Motto des Abends einen bildstarken wie emotionalen Rahmen geben. Die Installation der Leinwand war eine von verschiedenen kniffligen Szenarien, die immer wieder von den Technikern analysiert und gelöst werden mussten. Vom schweren Träger bis zum filigranen Kabel muss jedes Bauteil arrangiert werden. Ein Lego-Spiel für große Männer. Das da hinten ist ein 2 Meter und dann noch mal ein Fuchs. Also da haben sie es noch mal um 1 Meter verlängert. Über 30 Techniker sind im Einsatz. Jeder bringt seine persönliche Qualifikation und Erfahrung mit. Viele von ihnen bauen schon seit Jahren Eventarenen auf, kennen jede Schraube und jeden Verschluss. Und dennoch ist jede Veranstaltung, jeder Bau, jede Show und jeder Anspruch anders. Umso wichtiger ist der Zusammenhalt. Das Team ist das Wichtigste. Also die besten Leute sind natürlich das Wichtigste. Wir haben super Leute. Wir haben 3 Tontechniker hier, 3 Lichttechniker hier. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben es an verschiedene Positionen. Die müssen fit sein. Das ist wirklich die Crème de la Crème. Wir haben Yogi Esser dabei. Der ist normal weltweit unterwegs mit Eric Clapton, solche Größen. Da sind wir schon sehr stolz auf die Leute, auch auf das Team, auf die Lkw-Fahrer, die das herbringen, wegschaffen. Der Bau an sich ist die eine Herausforderung, die damit verbundenen Sicherheitsauflagen die andere.
So muss die Verkleidung der Träger aus feuerfestem Stoff sein. Ja, auch die Stützen werden hübsch gemacht, denn in 48 Stunden speist, trinkt und lacht hier die Champions League des deutschen Films. Ein unfassbarer Aufwand. Übung macht den Meister. Immer wieder misst Clemens Jocham nach. Nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, werden die Trägerkonstruktionen eingepasst. Und immer wieder kommt Helmut Possmann mit seinem Plan ins Spiel. Sind die Tische am richtigen Platz? Stimmen die Abstände und ist genügend Raum für die Fluchtwege vorhanden? Er ist der Organisator des Deutschen Filmballs und Chef der SPIO, der Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft. Im Filmballbüro fließen alle Fäden zusammen und werden von ihm gezogen. Die Lage im Zentrum ändert sich ständig. Neue Gäste melden sich an oder sagen ab. Hinzu müssen Presse, Technik und künstlerische Leitung arrangiert werden. Aber wir tauschen nur die Nummern, weil die haben ja schon die Mitteilung bekommen, ja? Okay. Helmut Possmann behält die Ruhe und sorgt so dafür, dass dampfende Köpfe auch mal abgekühlt werden. Das größte Problem ist jetzt, wenn Absagen kommen, weil Leute krank werden. Das heißt, die Tischgrößen verändern sich oder wir verkaufen die Karten an, wir haben eine Warteliste, rufen die Leute dann an und fragen, ob sie es noch schaffen, zum Ball zu kommen und verkaufen die Karten dann weiter. Das ist jetzt so ein bisschen das größte Problem für uns jetzt gerade in der Organisation unten. Stimmen die Tische, stimmen die Größen und so weiter, dann Listenabgleich. Der Bayerische Hof braucht natürlich auch von uns eine Liste, wer sitzt an welchem Tisch und das machen wir jetzt gerade. Über 1200 Gäste haben sich angemeldet. 1200 Personen wollen am richtigen Tisch sitzen. Da muss auf dem Plan oftmals gerückt und geschoben werden. Also ich versuche natürlich mein Bestes, alle zufriedenzustellen, geht nie. Aber ich glaube, wir kommen immer gut miteinander aus. Das funktioniert ganz gut, ja. Also man muss einfach ein bisschen mit den Leuten dann einfach reden und ihnen sagen, was geht und warum es vielleicht nicht geht in diesem Jahr. Und dann guckt man, es funktioniert aber gut. Neben den Gästen, der Presse und dem Aufbauteam muss Helmut Possmann auch die Sponsoren des Events betreuen und ihnen die gebührende Präsentation und Aufmerksamkeit einräumen. An diesem Wochenende hat er viele, sehr viele Regler zu bedienen und jeder muss individuell justiert werden. Energisch und manchmal auch mit Feingefühl. Er ist der Dirigent in einem großen Orchester, das nach dem Einspielen auf der Bühne überzeugt. Das, was wir vorher lange besprochen haben, vielleicht dann doch nicht so funktioniert. Und wenn wieder erwarten, irgendwann in dem Chaos, das morgen dann vielleicht noch kommt, wenn wirklich noch Gäste absagen und neue hinzukommen, dass dann ein Tisch vielleicht falsch gebaut ist oder wir zu wenig Plätze gemeldet haben und dann am Abend die Leute vom Tisch stellen. Und hatten wir aber bisher, ich mache es jetzt im 13. Jahr, erst einmal. Deshalb gehen wir abends noch mal durch, nachts noch mal durch, gucken, ob die Tische auch so stehen, wie sie stehen sollen und vergleichen die Listen noch mal. Meistens nicht gleichen das dann noch mal ab. Passt das alles? Das machen wir auch im Double-Check noch mal. Das wäre der Horror, wenn die Gäste keinen Platz finden. Doch bis die Gäste ihren Platz einnehmen dürfen, muss erst noch Platz im Saal geschaffen werden. Kaum zu glauben, dass hier in 24 Stunden das Parkett für den ersten Tanz freigegeben wird. Immerhin müssen noch hunderte von Tischen und Stühlen aufgestellt und in Position gebracht werden. Eine, die diese Abläufe bis ins Detail kennt, ist die Hauschefin und Hoteldirektorin Ingrid Volkart. Ihr Vater Falk Volkart ist auch einer der Väter des Deutschen Filmballs und seine Tochter hält dieses Erbe jedes Jahr aufs Neue in Ehren. Es gibt ja immer viele Erfinder und viele Väter. Es gibt eine Geschichte von Herrn Burda, dass ursprünglich der Ball Paré, der ja von seiner Mutter letztendlich geschaffen wurde, der Auslöser war. Ob der dann zum Bambi führte oder zum Filmball, ist irgendwie nicht immer so ganz klar. Auf jeden Fall das Wichtigste, dass der Filmball seit 1974 bei uns ist, hier im Bayerischen Hof, und seitdem eigentlich ein großer Erfolg. Der Deutsche Filmball hat immer wieder neue Geschichten geschrieben. Jede Epoche hatte ihre herausragenden Größen, Charaktere und natürlich Anekdoten. Auch Stars aus Politik, Sport oder dem Showbiz gaben der Veranstaltung mehr Aufsehen und gewiss auch anregende Gespräche. Hieran hat sich bis heute nichts geändert. Aus einer Idee wurde über die Jahrzehnte eine Legende. Und es gibt viele Geschichten, wie jetzt zum Beispiel die von Bernd Eichinger, die jeder kennt, wo er aus den High Heels damals von der Hannelore Elsner dann den Champagner trinkt. Es gibt viele tolle Schauspieler, die dann plötzlich ankommen, weil ihr Kleid geplatzt ist. Da haben wir aber irgendwie für alles Lösungen, den tollen Schneider oben, der dann die Person wieder ins Kleid einnäht. Ja. Also richtig spannende Dinge, wo du sagst hier, wie willst du das handeln, die gibt's an sich nicht.
Eine, die viele spannende Geschichten erlebt und beobachtet, arbeitet an diesem Ort. An der Rezeption des Bayerischen Hofs. Praktisch der Herzkammer des Hotels. Gabriela Wiedermann. Die Grand Madame in der ersten Reihe hatte viele Erlebnisse rund um den Filmball und ist Zeitzeugin einer bewegenden History rund um die größte Filmgala in der Republik. Von ihrem Arbeitsplatz aus entgeht ihr praktisch nichts. Und in dieser Position ist sie häufig die erste Ansprechpartnerin der Gäste. Seit vielen Jahren stehe ich hier an der Front und es entgeht uns eigentlich gar nichts. Interessant sind für uns natürlich die Filmbälle. Da kommen die Stars aus aller Welt. Die Generation hat sich natürlich in den letzten Jahren geändert, aber es ist einfach immer noch ein gesellschaftliches Ereignis und ein Must für jeden, den Filmball zu besuchen. Natürlich habe ich auch noch die Stars der vergangenen Jahre und Zeiten in Erinnerung, wie zum Beispiel jetzt Kurt Jürgens. Wenn der mit seiner Frau durch die Drehtür kam, dann war das jedermann für jeden. Es war ein Auftritt, ja. Der war freundlich zu jedem, der hat jeden Hausdiener persönlich begrüßt. Also er war einfach ein Star zum Anfassen. Ja. Da hat es, also, dann hat er mal sein Auto draußen stehen lassen, offenes Cabrio natürlich, aber es kam der Regen. Dann haben wir hochgerufen und haben gesagt, Herr Jürgens, wir müssten das Auto zumachen, es regnet. Es ist nur ein Auto. Entweder ist das Wasser im Auto oder es ist nicht im Auto. Ich komme dann schon. Es hat ihn gar nicht interessiert. Er ist dann runtergekommen. Gut, der Regen war nicht so schlimm. Aber das war Kurt Jürgens. Der war einfach ja, ein Star zum Anfassen. Gabriela Wiedermann ist ein leibhaftiges Geschichtsbuch, in dem man leidenschaftlich blättert. Ein Kapitel füllt der umstrittene Schauspieler und Choleriker Klaus Kinski. Auch hier hat er seine Spuren hinterlassen. Klaus Kinski, der Schrecken, für mich nicht. Er rief eines Tages runter, er muss eine Fliege tragen. Und wer kann eine Fliege binden? Mein Vater hat nur Fliegen getragen, so ich wusste, wie ich eine Fliege zu binden habe. Und bin dann rauf. Da war der Falk Volkert dort, der hat gesagt, Gabi, du gehst jetzt rauf und bindest ihn. Wenn du in 10 Minuten nicht zurück bist, da kommen wir schon zum Helfen. Aber das war überhaupt kein Problem. Geklopft. Also Sie können mir die Fliege binden, sage ich, ich versuche es, bleiben Sie mal gerade stehen. Hätte so gemacht. Alles harmlos, alles kein Problem, hat sich bedankt und gegangen bin ich. Also, there is no business like show business. Sobald sich die Techniker mit ihren Geräten zurückziehen, rückt das Bankettteam des Hotels nach. Jetzt müssen die Tische und Stühle in Position gebracht werden. Jede Reihe muss exakt ausgerichtet werden. Klar ist das für die Mannschaft Routine, aber jeder Ball hat eine andere Sitzordnung. Jeder Ball eine andere Tischformation. Und auch die Tanzfläche wird bei den Events unterschiedlich in Szene gesetzt. Ein Mann hat hier den Blick für Tisch, Stuhl und Ordnung. Thomas Zewe hat schon viele Stühle an den richtigen Platz gerückt und kennt daher praktisch jeden Zentimeter auf dem altehrwürdigen Teppich des Hauses. Aber die prominenten Gäste sollen nicht nur bequem, sondern auch sicher sitzen. So müssen zwischen den Reihen auch die Fluchtwege eingemessen werden. Auch wenn keiner daran denken will, Thomas Zewe muss das ins Gedächtnis eingebrannt haben. Jede Großveranstaltung birgt auch Risiken in sich. Und im Notfall müssen die Menschen schnell den Saal verlassen können. So hat der Mann mit dem Zollstab weniger den Fokus auf schöne Dekorationen, sondern vielmehr auf die Sicherheit. Und wenn wir so eine große Veranstaltung oder allgemein große Veranstaltungen haben mit über 1000 Gästen, aber natürlich auch weniger, also mal 500 oder so, müssen wir natürlich für die Sicherheit der Gäste gewährleisten, gerade stehen sozusagen. Und da müssen wir halt gucken, dass das wirklich zentimetergenau eingehalten wird, dass wenn sozusagen von der Brandschutzdirektion jemand käme und sich das angucken würde, ah, heute ist Filmball, heute kommen wir vorbei, schauen wir uns das mal an, ob das alles richtig läuft, dass wir da auch nicht in Teufelsküche kommen. Aber wir tun das natürlich nicht nur für uns, sondern wir tun das natürlich für die Gäste, damit wir eben die Sicherheit gewährleisten können. Und dafür haben wir hier einen Plan, das wird von unserem technischen Direktor wird er gezeichnet. Und da werden die ganzen Fluchtwege sozusagen einmarkiert. Beim Filmball haben wir den Vorteil, dass wir die Mitte komplett frei haben. Das sieht man hier ganz gut. Wir haben die ganze Mitte frei. Das heißt, wir haben schon automatisch einen sehr, sehr großen Fluchtweg inkludiert, sozusagen, ohne dass wir jetzt da groß drauf achten müssen. Aber trotzdem drumherum, die Gänge müssen natürlich frei sein.
Jetzt geht's ans Feintuning. Auch hier möchte das Haus seine Klasse zeigen. Der Filmball ist keine Grillparty, sondern ein First-Class-Event. Klar, dass die Gabel in diesem Fall exakt gelegt wird und den richtigen Abstand zu Teller und Glas einnimmt. Über 5000 Teile müssen nicht nur sauber, sondern auch symmetrisch angeordnet werden. Eine Aufgabe, der nur sehr zarte, feine und vor allem sensible Hände gewachsen sind. Mit Anmut und Grazie wird das Besteck zum Gedeck. Alles wird filmballtauglich arrangiert. Sogar das Serviceteam zeigt nicht nur im Handwerk, sondern auch im Auftritt 5-Sterne-Niveau. Und hierauf legt Ingrid Volkart auch höchsten Wert. Dieses Jahr haben wir eine echt glückliche Situation, dass wir schon 1,5 Tage davor aufbauen konnten. Aber es gibt auch Jahre, da haben wir am Freitag noch eine Veranstaltung und dann geht es Freitagnacht mit dem Aufbau los und dann ist am Samstag der Filmball und am Sonntagmittag schon wieder Kinderfasching oder Aufbau für die nächste große Veranstaltung. Es ist ein Team, das gut ist, das einfach letztendlich eine Routine auch schon in den Dingen hat und es funktioniert. Und das ist auch beim Soundteam der Fall. Einerseits sollen sich die Gäste mit guter Akustik unterhalten fühlen, andererseits sollen sie sich aber auch unterhalten können. Dafür muss man den Raum lesen und dann die Lautsprecher in Position bringen. Hierfür ist Yogi Esser zuständig. Er hat schon Musiklegenden wie Eric Clapton oder Elton John hörbar gemacht und pegelt nun den richtigen Ton für Band, Künstler, Moderatoren und Laudatoren. Ja, meine Sprache ist ja so generell nicht einfach zu übertragen. Musik wird ja in der Regel immer vor dem Mikrofon gemacht, also auch Sprache. Wenn einer nicht ordentlich spricht, kommt es natürlich aus dem Lautsprecher auch nicht vernünftig raus. Und wir sorgen dafür, dass das alles in Einklang ist. Also wir reden mit den Rednern, dass sie nicht zu leise reden. Und sagen ihnen das auch, dass das jetzt hier angenehm leise ist. Aber wenn hier nachher 1.000, 2.000 Leute verteilt im ganzen Haus sind, dann ist es mit Sicherheit eine andere Situation, Geräuschkulisse. Klappern, Tassen, Gläser, Unterhaltungen, die hier an anderen Tischen stattfinden. Und das ist natürlich ein Störgeräusch. Und da gibt es physikalische Grenzen, die unsere Möglichkeiten betreffen. Und die können wir auch nur ausschöpfen, mehr nicht. Und um das zu checken, gibt es eine Durchlaufprobe, in der sich die Moderatorin des Abends, Nina Eichinger, dann auch Gehör verschafft und die Positionen probt. Aber das ist der Moment nach dem Countdown aus dem Dunkel heraus, Spot auf Frau Eichinger und wir legen los. So, Spot auf die Treppe und es geht los. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 45. Filmball hier in München im Bayerischen Hof. Das Ganze hat ja inzwischen schon Tradition. Jeder weiß schon, wo er eigentlich hin muss. Bestimmte Tische sind schon seit Jahren immer für die richtigen Leute ausgewiesen. Und wir freuen uns natürlich, wie jedes Jahr, dass wir jetzt auch ganz viele, ich laufe jetzt hier vor, oder? Die Eröffnung des Deutschen Filmballs zählt zu den wichtigen und vor allem traditionsreichen Szenen des Abends. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, fällt es doch schwer, die gesellige und vor allem sehr gesprächige Gesellschaft auf den feierlichen Moment zu fokussieren. Daher kreiert das Team um den künstlerischen Leiter Joachim Wiemers jedes Jahr neue kreative Elemente, um die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch er ist nicht nur Zeremonienmeister, sondern zeichnet auch für die Musik und das komplette Showprogramm verantwortlich. Seit über 13 Jahren lässt er im wahrsten Sinne die Puppen im Bayerischen Hof tanzen. Wir gehen nochmal auf die Stelle, Treppe zurück. Den Countdown brauchen wir jetzt nicht. Begleitet wird das ganze Spektakel von mehreren Kameras, deren Bilder auf zahlreiche Monitore im Festsaal übertragen werden. So entgeht niemandem etwas und jeder ist stets auf dem aktuellen Stand. Wir haben eine hochspannende Situation, weil alle, die hier sind, ja kreativ Arbeitende sind. Das heißt, da sind natürlich ganz viele Vorstellungen, die da in den Raum kommen. Sehr viel Erfahrung auch. Und das ist ein anderes Publikum, als man normalerweise bei solchen Events hat. Von daher immer eine große Herausforderung, etwas zu finden, was selbst die noch beeindruckt. Und das ist hier in dem Bayerischen Hof halt einfach so diese Mischung der traditionellen, sehr schönen Architektur und trotzdem sehr viel modernen Einflüssen. Und diese Kombination dann zu verbinden, dass man Kino-Feeling schaffen können, das war eigentlich das Spannende in diesem Jahr. Die Veranstalter müssen bei ihrer Durchlaufprobe auch die Tatsache berücksichtigen, dass bei der Eröffnung sich rund 1.200 Personen im Saal befinden und man bei der Lautstärke die nötige Aufmerksamkeit nur mit einer gelungenen Inszenierung aus Technik, Show und Performance erhält.
Ja, es gab ganz schön viele Faktoren, die beachtet werden müssen. Wie Sie sehen, ist ja auch unheimlich viel hier an Platz schon vergeben für Tische, für die entsprechenden Verleiher. Und wir wollten halt möglichst große Kinoleinwände einbringen. Wir haben das Maximum jetzt rausgeholt und als Idee ein Dreieck entwickelt, was da so aus drei Leinwänden besteht, die in der Mitte des Saals inszenatorisch bei der Show, also während dem offiziellen Teil, runtergefahren werden. Und darüber zeigen wir dann die Trailer. Natürlich über große Plasmas und weitere Projektionen, aber das ist so eigentlich das Zentrale, den Pulsschlag, das Herz mitten im Bayerischen Hof des Kinos einfach kurz mal lebendig werden zu lassen. Nach der Idee folgt die Umsetzung. Wie sollen diese drei Leinwände gleichzeitig gesteuert werden? Die Techniker haben hierfür einen speziellen Antrieb sowie die passende Steuerung entwickelt. Ein Prototyp, der sofort funktionieren muss. Sie sind die stillen Stars hinter den Kulissen. Davor performen die Künstler. Wenn die Technik einpackt, packen die Musiker ihre Instrumente aus und checken den Sound im Saal. Vor ihnen steht ein echtes Mammutprogramm. Bei einem Konzert kann man nach 2 Stunden die Füße hochlegen. Beim Deutschen Filmball aber müssen sie bis zu 8 Stunden Vollgas geben. Aber wir haben es versucht, dramaturgisch zu lösen. Also wirklich einen klassischen Einstieg in Ballgeschehen zu machen mit einem Walzer, mit einer entsprechenden soundmäßigen Ausstattung auch. Also nicht zu laut, eher ruhig gehalten. Und dann so nach und nach im Laufe des Abends die Kurve zu kriegen zu eher moderneren Party-Hits, teilweise auch Club-Hits sogar. Und so ist es gelungen, letztendlich den Balljahr bis morgens um 6, 7 sogar 7:30 schon auszudehnen, weil im Anschluss haben wir noch unseren DJ dabei, der hier auch noch ordentlich auflegt. Also diese Balance und diese Gratwanderung, immer so im richtigen Moment den richtigen Titel zu ziehen, ist nicht einfach, aber machbar. Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ausfällt. Joachim Wiemers konnte in diesem Jahr wieder Top-Künstler engagieren, die das gesamte Repertoire von Rap über Jazz bis hin zu Hip-Hop, Schlager und Evergreens parat haben. Dafür bedarf es exzellenter Sänger, wie der Schwedin Sophia Andersson oder Kemi C., die von Dieter Bohlen mit Weltklasse geadelt wurde und seitdem die Bühnen der Nation rockt. Also das Programm ist sehr vielseitig. Also es geht eigentlich bei The Clue Experience darum, dass man ein ganz großes Programm zeigt, viel Bandbreite, dass das Publikum ganz viel erleben kann und wirklich auch sagt, okay, für jeden ist was dabei. Und so spielen wir auch und das ist das, was wir präsentieren. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste bei dieser Band ist Spaß an dem, was wir machen. Und ein Team ist auf der Bühne und man merkt das und wir ziehen das Publikum mit. Und ich denke, es wird ein wunderschöner Abend. Und auf den freuen sich die Stars, die am späten Nachmittag mit den Audi-VIP-Shuttles standesgemäß vorfahren. Unter ihnen auch Leinwandheld Moritz Bleibtreu, der von den Fans sofort umlagert wird und geduldig Autogramme verteilt. Er ist einer der Publikumslieblinge, nicht nur auf der Leinwand, sondern auch beim Ball. Wenig später entsteigt Schauspielerin und YouTube-Star Joyce Ilk aus der Edellimousine. Klar, dass vor allem die Jugend ihre Handys zückt und das obligatorische Selfie mit Star für die Ewigkeit festhält. Für die Gäste ist der Filmball auch ein Meet and Greet mit den Fans. Viele von ihnen harren oft stundenlang vor dem Hotel aus, um die ersehnte Unterschrift, ein Foto und einen persönlichen Blick zu ergattern. Doch jetzt muss sich Joyce für den Filmball zurechtmachen. Ihr Ballkleid hat sie bereits im Koffer verstaut. Eine Künstlerin wie Joyce Ilk lebt praktisch aus dem und mit dem Koffer. Deshalb wird das Ein- und Auspacken bei ihr schon fast zum täglichen Ritual. Auf dem Zimmer angekommen, gewährt sie uns einen Blick in das Reisegepäck. Hallo. Schönes Zimmer. Den packe ich auch gleich mal aus für euch, falls es euch interessiert, was ich so dabei habe. Ich muss ehrlich sagen, obwohl ich viel reise, ist Kofferpacken immer noch eine sehr chaotische Aktion bei mir. Und meistens vergesse ich irgendwas. Aber ich glaube, heute habe ich alles dabei. Ist ja auch für mich heute ein besonderer Abend, weil es ist das erste Mal Filmball für mich. Und das erste Mal, dass ich im Bayerischen Hof übernachte. Also doch ein aufregendes Event heute Abend. Und deswegen bin ich ein bisschen besser ausgestattet als sonst. So, da sieht man direkt das Kleid, was ich anziehen werde heute Abend. Das ist gut verpackt. Erstmal ist das System zu Hause. Da lege ich die Sachen nämlich in Gruppierungen irgendwie. Anziehsachen, Sachen zum Schlafen, Sportsachen,
Kosmetik, Schminke, Haare, also alles separiert. Im Koffer kommt es dann am Ende doch alles zusammen, aber dann habe ich zumindest zu Hause die Übersicht, dass ich nichts vergessen habe. Und beim Kofferpacken achte ich dann meistens darauf, dass einfach meine Techniksachen wie Kamera und Laptop, dass die gut gesichert sind. Die Kamera muss immer so liegen, dass sie halt nicht mit dem Objektiv nach unten liegt und sowas. Das sind dann halt so die Dinge, wo ich drauf achte und dann kommen die Anziehsachen drumherum und polstern das Ganze. Ich habe ja auch Fototechnik studiert und es ist halt eine Spiegelreflex-Fotokamera, mit der kann ich dann Fotos machen oder auch Videos drehen, wie ich Lust habe. Die ist immer dabei, selbst wenn ich sie dann am Ende des Tages doch nicht verwende. Ist für mich ein sichereres Gefühl, wenn sie da ist. Ich hoffe an diese separaten Taschen, wie das hier zum Beispiel. Und da finde ich, da könnte es ruhig noch mehr von geben, dass man die Sachen wirklich im Koffer wie in so einem kleinen Regal einsortieren kann. Also das gibt es ja eben schon auf gewisse Weise. Es hat ja hier schon wieder einen kleinen Reißverschluss. Oft haben die außen noch irgendwie so eine kleine Tasche, wo ich dann den Laptop reintun kann oder so. Das liebe ich, wenn der Koffer quasi schon das Sortiersystem ist. Das finde ich toll. Aigner hat mir ein tolles Kleid gestellt. Ich zeige euch das mal. Das passt nämlich super zu mir. Ich bin ja nicht die, die mit so Prinzessinnenkleidchen auf den Ball geht. Und deswegen fand ich das irgendwie eine total schöne Alternative. Gefällt mir richtig gut. Ist allerdings sehr schwer, das Material. Schwerer Strick. Und ich bin sehr klein. Es ist immer noch zu lang für mich. Aber es kommt gleich jemand hier aufs Zimmer und näht mir das noch ein bisschen kürzer. Und ich habe noch eine ganz tolle Tasche dazu bekommen. Aus rotem Samt. Perfekt, farblich. Währenddessen herrscht in der Beauty Lounge Rush Hour. Wer das Styling den Profis überlassen möchte, setzt sich hier vor den Spiegel und lässt die Meister Hand am Gesicht anlegen. Nicht nur das Ballkleid soll ein Hingucker sein, nein, auch das Make-up und Styling. Und nicht nur die Damen lassen sich die Konturen schärfen, nein, auch die männlichen Ballgäste wollen frisch und attraktiv durch den Ballsaal flanieren. So auch der Nachwuchs-Shootingstar Philipp Schwarz, der mit dem Film Dieses verdammte Herz neben Elias Mbarek überzeugen konnte. Jetzt wird er von Topstylistin Ariadne für das Event frisch und ansprechend gestylt. Diesen Genuss fordern immer mehr Männer. Ich denke auch, dass der Mann von heute einfach auch der Begriff Metrosexualität, das war ja früher kein Begriff, den gibt es ja erst auch seit ein paar Jahren. Und ich denke, das trifft es ganz gut, dass der Mann von heute auf jeden Fall eitler ist, mehr auf sein Äußeres achtet. Und nicht nur was die Klamotte angeht, nicht nur das Styling, sondern auch wirklich das Make-up. Dass man da vielleicht mal ein Pickelchen abdeckt, dass man da vielleicht mal Augenschatten abdeckt, was ja früher wahrscheinlich für den Mann gar nicht in Frage gekommen wäre. Wir beginnen mit etwas Foundation. Da machen wir ganz, ganz wenig drauf. Einfach, dass das Hautbild ein bisschen ebenmäßiger aussieht. So, einmal zu mir gucken, genau. Philipp kennt die Make-up-Prozedur von den Dreharbeiten, doch auch privat achtet er auf sein Styling. Natürlich möchte jeder schön aussehen. Es kommt auch dann, ist ein guter Auftritt, wenn man gepflegt aussieht. Aber ich finde, wie gesagt, man sollte es nicht übertreiben und sich jetzt auch jetzt nicht so in den Vordergrund heben, dass man zum Beispiel jeden Tag zum Schminken geht oder zum Friseur jede Woche. Also das sollte sich im Rahmen halten, sag ich mal. Ich fühle mich genauso wie vorher. Ich meine, die Schminke ändert ja nur was im Gesicht, nicht von dem, wer du bist oder wie du dich verhältst. Von daher macht die Schminke, finde ich, nur was äußerlich aus. Innerlich ist man ja immer noch gleich. Dass ein gepflegtes Äußeres immer mehr an Bedeutung gewinnt, erkennt man in der Beauty Lounge eindeutig. Über 10 Stylisten sind über Stunden komplett ausgebucht und die Plätze vor dem Spiegel sind heiß begehrt. Klar, bei einem Kultevent wie dem Deutschen Filmball will sich jeder von seiner Schokoladenseite zeigen und die wird von den Profis unterstrichen und akzentuiert. Dabei gehen sie im Vorfeld auf den Typ ein. Es gibt kein Schema, sondern jedes Make-up ist exakt auf den Gast zugeschnitten. Also bei einer Frau macht man natürlich ein Fullface, da schminkt man natürlich viel mehr, viel intensiver. Das Make-up einer Frau dauert natürlich auch viel länger. Bei einem Mann reicht es, wenn man 2, 3 Touch-Ups macht. Bedeutet einfach, dass man vielleicht ein bisschen Foundation aufträgt, einfach um ein etwas ebenmäßigeres Bild zu geben, also für die Haut. Man kann ein bisschen Concealer unterm Auge auftragen, was ich gerade bei ihm zum Beispiel mache. Und einfach um ein bisschen frischer auszusehen, ein bisschen erholter auszusehen und ein bisschen Puder. Einfach, dass das alles also fixiert ist und abmattiert ist. Und das war's dann eigentlich schon. Mehr muss man bei einem Mann eigentlich gar nicht machen. Das freut besonders die Männer zu hören. Von Natur aus einfach schön.
und in wenigen Minuten noch attraktiver dank Ariadna und ihrem Team. Auch Philipp Schwarz wird dafür sorgen, dass nach dem Styling noch mehr Herzen in jungen Mädchen höher, ja, viel höher schlagen. Die Stars und Gäste sind also fit für den roten Teppich und das Blitzlichtgewitter, auf das alle schon den ganzen Tag hingefiebert haben. Endlich öffnet sich die Türe zum roten Teppich. Endlich kann die Prominenz aus ganz Deutschland über die ruhmreiche Auslegware flanieren und dabei reichlich schwadronieren, sich Herzen begrüßen und bebusseln. Und mittendrin treffen wir auf Organisator Helmut Possmann, der sichtlich erleichtert ist und es wieder mal geschafft hat. Ein schönes Gefühl, wenn alles steht, wenn alles fertig ist und die Gäste kommen und der Ball beginnen kann. Gutes Gefühl. Ich freue mich, Menschen zu sehen, die ich kenne. Und das ist ja alles. Ich habe gar keine Erwartungen. Ich freue mich, hier zu sein und mal schauen, was passiert. Und wer Hannelore Elstner kennt, weiß, dass bei ihr immer etwas passiert. Auch die anderen Stars haben sich auf den Ball der Bälle bestens vorbereitet. Also frische Unterhose ist wichtig, frische Socken sind wichtig. Was noch? Rituale putzen vielleicht? Wir putzen auf jeden Fall. Was noch? Hast du noch gegenseitig noch gecheckt, ob alles so passt? Ja, ich habe geguckt und war bei jedem war perfekt. Ich check auf die Unterhosen beim anderen. Ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen spät dran. Also ich ziehe das dann schnell alles an und guck, dann muss irgendwie alles passen und das passt dann meistens und dann geht's auch schon los. Es gibt einfach gute Maskenbildner und gutes Make-up. Ganz einfach. 3 Stunden, fertig. Ski-Unterwäsche raus, zieht die Wärmesocken an und dann stellt man sich hier in die Reihe. Erstmal schminken, ein schönes Kleid vorher raussuchen und dann läuft schon alles von selbst. Mhm. Gerade die Frauen stehen mit ihren exklusiven Roben besonders im Blickpunkt und im Fokus der Kameramänner. Eine Panne auf dem Red Carpet könnte auch mal peinlich werden und das gilt es natürlich zu vermeiden. Gibt es irgendein Worst Case, was passieren kann hier, diese ungefähr gefühlten 100 Meter? Ja, wenn mir jemand auf die Schleppe steht und ich dann auf einmal irgendwie ohne was dastehe, das wäre momentan jetzt ganz, ganz schlimm. Aber es sieht blendend aus. Toll, toll, toll. Also Worst Case ist, was mir letztes Jahr passiert ist, dass der Reißverschluss kaputt geht, wenn du das Kleid zumachen willst. Und du musst dann ein anderes Kleid aussuchen, was du eigentlich gar nicht anziehen wolltest auf die Schnelle. Das ist Worst Case. Dieses Mal hat alles geklappt. Das Kleid hat gepasst. Auch bei Filmdiva Birgit Bergen scheint alles geklappt zu haben. Und auch das Kleid von Joyce passt. Gerade bin ich draußen durch den Schnee gelaufen. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Aber ich glaube, die Haare sitzen noch. Nee, das ist auf jeden Fall nicht so das Ritual. Mein Ritual ist normalerweise, dass ich mich versuche, um rote Teppiche herumzuschleichen, weil ich nicht so gerne da so rumposiere. Man kann wirklich sagen, das Who is Who ist hier da. Die Stimmung ist immer bestens. Es wird weit in die Morgenstunden gefeiert. Es gibt keine Ermüdungserscheinungen, die werden weggewischt. Stars und Kameras bringen sich in Position. Wer mehr auf dem Teppich wagt, hat die Chance, auch abgedruckt zu werden. Damit sich die Prominenz in voller Pracht zeigen kann, wurde der lange Gang sogar beheizt. Jeder setzt sich bestmöglich in Szene. Die letzten Gäste huschen an den Medien vorbei und eilen in den bereits dicht gefüllten Ballsaal. Es ist wieder soweit. Die Gala ist eröffnet und nach alter Tradition schwingt die bayerische Regierung als erstes das Bein über das Parkett. Diesmal darf Ilse Aigner ihre Kreise ziehen. Andere wiederum locken die Fotografen mit allerlei Comedy, Fratzen und Spielchen an ihren Tisch. Das Event ist auch Showbiz und jeder setzt sich anders in Szene, um die erhoffte Aufmerksamkeit zu erhalten. Der Ball ist eine Mischung aus Familientreffen, Firmenfeier und charmanter Küchenparty. Es ist heimelig und etwas kuschelig und gerade das gefällt den Stars am Deutschen Filmball. Ich finde den Filmball sehr besonders. Also ich bin jetzt, glaube ich, das 4. Mal hier oder 5. Mal. Es ist immer ein großes Hallo und eine, ja, wie so ein Klassentreffen irgendwie. Das ist ganz schön. Kollegen zu treffen, Freunde zu treffen und so einen schönen Abend miteinander zu verbringen und eben auch zu tanzen. Natürlich ist das Event nicht nur Unterhaltung, sondern auch Networking für neue Filmprojekte und Partnerschaften. Also der Filmball hier in München, das ist echt so ein Highlight.
Ich glaube, ich war das erste Mal 2003 hier mit dem Experiment. Also das Tanzen ist natürlich super, wenn man nicht mehr so Paar tanzen muss, weil ich habe heute keinen Partner. Auch nach 45 Jahren hat die Gala nichts von ihrer Faszination verloren. Sie ist gereift und dennoch frisch, traditionell und dennoch innovativ. Und das liegt in erster Linie an der Mischung der Gäste, die mit ihren starken Persönlichkeiten und der Liebe zu Kunst und Cinematografie auch den Ball selbst zu einem Film inszenieren. Manch einer glaubt, dass früher alles besser gewesen sei, aber das sagt im Grunde jede Generation von sich. So erfindet sich der Deutsche Filmball mit seinen Gästen auch jedes Jahr immer wieder neu. Ich glaube, es gab vielleicht früher ein paar Menschen, die exzessiver gefeiert haben und entweder sich weniger daraus gemacht haben, was man denkt, oder sich auch gerne einfach so inszeniert haben, wie auch immer. Aber dass jetzt weniger gefeiert wird oder dass ich jetzt hier irgendjemanden, den ich kenne, weniger betrunken sehe, das kann ich nicht sagen. Joachim Wiemers legt sich bis in die frühen Morgenstunden ins Zeug. Sein Repertoire scheint unerschöpflich. Immer wieder lädt er die Prominenz zu einem Schwung aufs Parkett ein. Beliebter Ort für eine kleine Verschnaufpause und einen gekühlten Snack ist der Eisstand vor dem Foyer. Wer möchte, kann sich am Schokospringbrunnen sein persönliches Eis mit individuellen Geschmacksnoten kreieren lassen. Die Eiscreme ist praktisch maßgeschneidert. Ob crispy, nussig, flockig oder schokoladig. Dafür stellen sich auch die Stars gerne in die Schlange. Man bekommt hier diese Rohfassung, wie gesagt, Vanilleeis und kann hier die Toppings wählen und natürlich erstmal in den Schokobrunnen eintauchen. Und dafür ist dann hier unser Picasso zuständig, unser Dimitri, der zaubert uns dann das Eis. Ja, Picasso ist wohl der begehrteste Mann des Abends, sorgt er doch für das Knacken zwischen den Lippen und den zarten Schmelz am Gaumen. Der Meister zeigt, dass Kunst nicht nur auf Leinwand, sondern auch am Stiel entstehen kann. Fast zu schade, um reinzubeißen. Und da hat jeder seine eigene Methode. Was sind Sie für ein Knacker? Es knackt es schön. Knacker? Ja. Wie meinen Sie das jetzt? Knacken? Knacken, das verstehe ich. Meinen Sie jetzt das ein, diese, das wollen wir vor der Kamera besprechen? Achso. Ja, das ist auf Eis speichern. Achso, so ein Knacker. Ja, ich bin Knacker, ich Beißer. Ein Beißer, würde ich sagen. Und seit James Bond bin ich ein Beißer. Einmal ja. James Bond, immer Beißer. Okay. Vom Beißer zum Genießer. Der Genussknacktyp. Ich liebe es, weiße Schokolade mit dunkler Schokolade zu essen. Egal, ob es knackt oder nicht. Ob Beißer oder Genießer, am Ende knackt es bei jedem. Champagner und Wein fließen in Strömen. Diese Leichtigkeit und die Leidenschaft für das süße Leben machen den Ball letztlich so mitreißend. Es ist auf jeden Fall ein Fest, wo man sehr, sehr viele Kollegen trifft, die man immer nur so in Abständen von einem halben Jahr irgendwo sieht. Und das Ganze ist dann irgendwie auch noch so ein bisschen absurd mit viel Champagner und viel Essen und Tanz und Musik. Und ohne den Druck der Preisverleihung und so. Schon ein besonderer Event. Jetzt ist es natürlich auch ein riesengroßes Networking-Event und es alle sind noch ganz aufgedreht und überdreht. Später, wenn es dann schon einen gewissen Alkoholpegel gibt, dann wird es auch kuschelig. Ob es romantisch wird, das weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall lustig. Es sind ja tolle Leute hier und wir haben viel Spaß und es ist schön, auch coole Leute zu treffen. Der Ball hat etwas von einer großen Geburtstagsfeier, zu der sich die Verwandtschaft einmal im Jahr trifft und jeder seinen Stammplatz am Tisch einnimmt. So auch Filmikone Uschi Glas, die inzwischen zum Inventar der Veranstaltung zählt. Es macht einfach Spaß, dass die Szene lebendig ist und vor allem am meisten freut mich natürlich, wenn das alles in München bleibt, weil ich glaube, wir brauchen hier auch so ein Highlight. Und in Berlin ist so viel los, dann können wir das sehr gut hier gebrauchen. Und Bülent Ceylan fiebert schon einem weiteren kulinarischen Highlight entgegen, dem gemeinsamen Zuzeln. Und am Ende noch weiß, wo es zusammen ist, das hat schon was. Also ich muss sagen, ich bin ja die Frau von Moskowitz. Die hat mich dazu gebracht, Weißwurst zu essen. Also ich bin jetzt voll integriert, also voll integriert. Also mehr integriert geht nicht. Also wenn so ein halber Türke oder halbgetürkter Weißwurst isst, also das heißt schon was. Also lieber Weißwurst als Gyros. Ach, Gyros schmeckt auch gut. Das muss man mitmachen.
ganz wurscht, wie die Weißwurst schmeckt, das muss man machen. Weil als Bayer ist es ja eigentlich ein Sakrileg. Du darfst ja nicht Mitternacht der Weißwurst essen. Aber beim Filmball ist es absolut sozusagen, da schauen alle Bayern weg und sagen, das ist in Ordnung, das machen wir. Die Filmszene ist ein glamouröses und zuweilen beneidenswertes Völkchen. Man will nichts verpassen, auch mal im Mittelpunkt stehen, über Wichtiges reden, Eitelkeiten austauschen, über Erfolg kokettieren und Niederlagen betrinken. Aber einer hat selbst zu später Stunde immer noch den Blick fürs Detail. Wir sind sehr zufrieden. Alle fühlen sich wohl. Also man kann überall alles hören. Die Videoprojektion hat wunderbar funktioniert. Das Licht, die Show, alles wunderbar. Man merkt es an den Leuten, an den Gästen. Sie fühlen sich wohl und das ist die Hauptsache. Das ist, dann weiß man, es funktioniert. Ich muss weiter. Ja, nicht zum Anstoßen, sondern gedanklich schon zum Abbau. Denn nach der Show startet die Aftershow für die Techniker. Bis sie im nächsten Jahr wieder alles anrollen, hochkurbeln, einhängen und zuschrauben. Dann, wenn sich die große Familie des deutschen Kinos wieder in Schale wirft, um das zu zeigen, was sie am besten kann. Filme drehen und Feste feiern.